Und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute meine Neuzugänge für den Dezember 2018. Und ich hoffe, dass alles gut geht und am 31.12. genau das Video hochkommt. Manchmal ist mein Bearbeitungsprogramm ein bisschen unfair zu mir und macht nicht so, wie ich will. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und ja, diesen Monat ist es nicht ganz so viel. Ich hatte erstens Einkaufssperre, also Manga-Kaufsperre wegen Weihnachten. Und dann habe ich zu Weihnachten eher andere geile Sachen bekommen als Manga, was aber nicht schlimm ist, weil ich kam sowieso nicht wirklich zum Lesen. Also ich habe leider nicht so viel lesen können. Aber egal, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und zwar fangen wir an mit Planet Manga. Und da ist leider auch ein Manga, den ich noch nicht gelesen habe. Und zwar Spice and Wolf, Band Nummer 14. Und ja, Band Nummer 15 habe ich schon. Also bin ich auf dem aktuellen Stand, weil ich glaube, der Abschlussband, Band 16, ist noch nicht draußen. Auf jeden Fall muss ich sagen, dieses Cover ist unglaublich schön. Hätte ich das vorher gehabt, schon hätte ich es in meinem Adventskalender-Video mit reingemacht, weil ich das wirklich schön finde und winterlich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Band. Weiter geht es mit Manga-Kult. Ja, Manga-Kult. Es ist auch mein erster Manga von Manga-Kult. Es tut mir so leid, ich habe einfach noch keinen von dem. Und zwar habe ich das von einer lieben Freundin geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und das ist Layla und das Biest, Band Nummer 1. Und ja, den habe ich leider auch noch nicht gelesen, weil ich den zu Weihnachten bekommen habe und seitdem einfach nur Family Time war und ja, viele Unternehmungen. Da kam man nicht so zum Lesen. Aber ich freue mich unglaublich auf diese Reihe. Also ich habe bis jetzt nur Gutes gehört und gelesen und ich freue mich wirklich, wirklich doll drauf. Weiter geht's mit Carlsen und mit natürlich The Promised Neverland Band Nummer 5. Und oh, ich finde es einfach unglaublich spannend und unglaublich gut. Jetzt ist er endlich in einen so gesehen neuen Abschnitt gekommen und oh, ich freue mich einfach so auf die nächsten Bände. Es ist immer so spannend und endet auch immer mit einem verdammten Cliffhanger. Also ich finde die Reihe wirklich absolut toll und ja, kann sie auch nur jedem empfehlen. Also ich meine, es empfiehlt fast jeder, der es liest. Ist nicht umsonst so, ist wirklich gut. Weiter geht es mit Bloom Into You Band Nummer 2. Den konnte ich leider nur noch nicht lesen. Der ist erst nach den Weihnachtstagen angekommen. Ja, ich freue mich total auf die Reihe. Ich fand ja den ersten Band schon so toll und oh, ich glaube, das wird ein richtig, richtig schöner Girls Love. Weiter geht es mit Anonymous Noise Band Nummer 8. Und ja, ich mag die Reihe auch sehr gerne. Also ich lese sie sehr gerne für zwischendurch. Also es ist jetzt nicht meine allerliebste und allerbeste Reihe, aber ich finde es so eigentlich echt gut. Dann kommen wir zu Fairy Tale Band Nummer 61. Und der habe ich leider auch noch nicht gelesen. Der kam auch erst nach den Feiertagen. Also gestern oder vorgestern kam die an. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt nähert es sich ja dem Ende und ja, mal gucken, wie es ausgehen wird. Ich weiß es noch nicht. Ich habe den Anime irgendwann, ich weiß nicht wann jetzt genau, aber irgendwann habe ich nicht mehr weitergeguckt, weil ich ja eher nicht so der Anime-Gucker bin. Und ja, deswegen weiß ich absolut nicht, wie der Manga enden wird. Weiter geht's mit Egmont und da habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen Inuyasha New Edition Band Nummer 12 und Band Nummer 13. Ein total dummer Fehler von mir. Ich habe auf meiner Liste Band Nummer 11 vergessen, weil ich der Meinung war, ich habe Band Nummer 11 schon, ich habe Band Nummer 11 noch nicht. Also kann ich noch nicht weiterlesen. Aber ich freue mich, dass es mit der Reihe vorangeht. Es muss auch vorangehen, weil diese Reihe sich langsam ausverkauft und das stresst mich ein bisschen. Aber irgendwie, die kosten halt auch immer ein bisschen mehr Geld und da ist man immer ein bisschen am Gucken. Aber ich muss sie auf jeden Fall im Jahr 2019 unbedingt beenden. Weiter geht es mit einem Abschlussband. Ich dachte zumindest, dass keiner mehr kommt und zwar Rainbow Days Band Nummer 15. Aber ich habe gesehen, es kommt auch Band Nummer 16, aber ich nehme mal an, es tut mir leid, ich bin einfach absolut nicht informiert, aber ich nehme einfach mal an, dass da jetzt noch mal ein paar Side Stories oder eine Nachgeschichte ist, weil eigentlich ist die Geschichte ja mit diesem Band abgeschlossen. Also es hat ja ein Ende und es ist einfach so eine tolle Reihe. Also ich bin wirklich unendlich traurig, dass sie zu Ende ist. Also halb zu Ende, weil es kommt ja noch ein Band. Aber wirklich mega, mega, mega schön. Ich liebe Rainbow Days. Bin sehr traurig. Sie hätte echt noch weitergehen können. Und ja, dann kommen wir zu Bad Boy Yagami Band Nummer 4. Und ich finde die Reihe total toll. Und ich weiß auch nicht mal warum so wirklich, weil es ja auch eher sowas ist, was man öfter gelesen hat, aber irgendwie mag ich die Protagonistin von ihrem Charakter her und auch die beiden Protagonisten. Ich muss aber sagen, da mag ich den Nebenbuhler auch schon wieder ein bisschen mehr. Das ist ja häufig mein Problem, aber ich mag die Reihe, freue mich immer auf den nächsten Band. Und ja, weiter geht's mit Tell Me Your Secret Band Nummer 2. Und mir gefällt die Reihe auch immer noch sehr gut. Also ich finde sie echt niedlich zu lesen und die Protagonistin finde ich sogar ein bisschen besser als die von Love Hotel Princess hieß der. Ich habe ja noch nicht
nicht so viel Emma Toyama-Mangas gelesen, aber ich mag hier die Thematik sehr gerne und ja, mag beide Protagonisten sehr gerne. Weiter geht's mit einem absoluten Highlight für mich irgendwie, und zwar Color of Happiness Band Nummer 2. Und ich musste ihn sofort lesen, weil ich den ersten schon so gut fand und der zweite war auch wirklich echt gut. Also das Ende war wirklich gemein, weil man will jetzt echt wissen, wie es weitergeht. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Und ich kann die Reihe wirklich nur empfehlen. Bisher ist es etwas, was ich in Manga-Form so noch nicht besitze und auch noch nicht gelesen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Thema ungefähr gibt. Aber ich finde es halt cool. Ich mag momentan diese düsteren psychischen Sachen. Und dieser Manga ist absolut dafür, falls ihr auch auf sowas steht. Und es ist wirklich kontrovers und ach, es ist wirklich toll. Also ich mag ihn sehr gerne und kann ihn euch nur empfehlen. Weiter geht's mit Tokyopop und mit einem Abschlussband. Und zwar Lovely Notes Band Nummer 2. Und ja, es war ganz niedlich, also es ist jetzt nichts Besonderes gewesen, aber ein ganz niedlicher Shoujo, so für zwischendurch. Die Protagonistin hat mir hier wieder sehr gut gefallen. Also so für einen Shoujo, für zwischendurch, kann ich den durchaus empfehlen. Weiter geht's mit einem Einzelband, den ich auch zum Ehren geschenkt bekommen habe. Was mich ärgert, ist, dass ich ihn noch nicht geschafft habe zu lesen, aber ich denke, ich werde ihn, wenn ich ihn gelesen habe, bei Instagram irgendwie was dazu schreiben. Und zwar ist das Liar Queen und das ist die Mangaka von Rainbow Revolution und ich fand diesen Manga unglaublich gut. Und ich glaube einfach, dass dieser Einzelband auch sehr gut ist. Aber ich kann euch leider nichts dazu sagen, weil ich ihn noch nicht geschafft habe zu lesen. Aber ich freue mich megamäßig drauf, weil ich einfach Rainbow Days schon richtig, richtig geil fand. Und ich glaube, dass es dort auch wieder um eine merkwürdige Freundschaft geht. Und ja, ich freue mich total auf den Einzelband. Weiter geht's mit einer mega geilen Reihe und zwar Platinum Endband Nummer 8 und oh mein Gott, wieso gehen diese Bände so schnell durchzulesen? Sie sind so gut und der Zeichenstil wirklich, also es ist ja gar kein Vergleich mehr zu Death Note. In Platinum End ist der Zeichenstil einfach 1000-mal besser. Also ich fand ihn in Death Note ja schon schön, aber hier hat sich der Zeichner wirklich extrem gemacht. Also ich finde den Zeichenstil unglaublich schön und die Storys richtig gut. Dort haben wir jetzt zum Beispiel nicht das, dass es überaus textlastig ist, so wie in Bakuman oder in halt Death Note, sondern es ist halt eher actionlastig, aber der Zeichen ist so gut und das Thema ist auch wirklich echt genial. Also ich finde die Reihe so, so toll. Schade, dass man immer so lange auf einen neuen Band warten muss. Weiter geht's mit noch einem Band, auf den ich mich immer freue, wenn ein neuer kommt, und zwar Miracles of Love Band Nummer 8. Und ja, der war wieder total niedlich und schön. Und oh mein Gott, lass doch bitte das zweite Pärchen endlich zusammenkommen. Das ist echt ein bisschen wieder in die Länge gezogen, leider Gottes. Mir fällt auch gerade auf, jetzt wo ich doch mal auf die Seite gucke, dass wir schon bei Band 8 sind. Und ich überlege gerade, Strobitch hat 10 Bände und Bluespring Ride 13. Also bald könnte es ja mal zu Ende gehen, denke ich. Oder wird es eine längere Reihe als Blutsum Guide? Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall mag ich die Reihe sehr, sehr gerne und freue mich immer auf einen neuen Band, weil auch diese Bände haben immer einen Cliffhanger und ach, ich mag die Reihe. Weiter geht's mit dem Shugoka-Titel und das ist Evening Twilight Band Nummer 1. Und ja, es war okay. Also es geht halt auch um Mädchen, die ein bisschen einen schwierigen Charakter hat. Und ja, ihr Vater hat eine neue Frau oder Freundin beziehungsweise. Und die hat eine Tochter und die ist halt etwas schüchterner. Sie ist ein bisschen ruppiger. Und die Tochter von der neuen Frau hat auch zwei Kindheitsfreunde. Und ich denke, darum wird es im Groben gehen, dass sie sich in irgendeinen von denen verlieben wird und so. Also bis jetzt für mich noch nicht so was Besonderes. Dann kommen wir zu Confidential Confessions, Band Nummer 3. Und ja, ich habe bis, also ich musste nur ein Kapitel lesen. Auf jeden Fall hat der Band mich extrem mitgenommen, weil es geht unter anderem um das Thema Vergewaltigung und auch Stalking. Aber ich finde halt, das Thema Vergewaltigung war echt heftig, weil vor allen Dingen hat man auch einfach zeichentechnisch das echt rübergebracht, sage ich mal, so und wie die Leute darauf reagiert haben. Glaube ich fast, dass es wirklich in der Gesellschaft Leute gibt, die so sind. Also, dass man wirklich sagt, warum hast du dich nicht gewehrt? Ich würde lieber sterben, als mich vergewaltigen zu lassen. Ich muss zugeben, sowas habe ich im Sinne auch mal gedacht, aber man war ja noch nie in so einer Situation. Vielleicht möchte man in so einer Situation einfach nur leben. Wer noch nicht in so einer Situation war, weiß ja nicht, wie es ist. Und ich fand es wirklich krass, wie dieses Umfeld auch darauf reagiert hat. Und ja, was das mit der Psyche von dem Mädchen gemacht hat. Wirklich, wirklich krass. Aber die Reihe ist richtig, richtig gut. Ich denke mal, viele werden sie auch kennen, weil es ja die zweite also eine neue Auflage ist. Und ich finde es einfach unglaublich gut gemacht und wirklich tolle Reihe. Aber ich bin froh, dass ich nicht alle Bände von dieser Reihe kurz hintereinander weglesen
kann, weil sie eben, weil ich ja eben warte, bis die neue rauskommt. Weil ich glaube, das würde mich denn doch ein bisschen mitnehmen. So, und der letzte Band für heute ist Atemlose Liebe Band Nummer 3. Und ja, ich glaube, der Band Nummer 4 kommt noch. Oh, ich weiß es nicht. Ich sag lieber nichts Falsches. Aber auf jeden Fall mag ich die Reihe. Nur jetzt hätte ich so das Gefühl, jetzt könnte es langsam, also könnte es eigentlich schon beendet sein, weil wir wissen ja jetzt, was das Problem ist von den Protagonisten, wodurch es entstanden ist. Und es ist ja jetzt alles wieder hingebogen. Jetzt frage ich mich, okay, was kommt denn noch? Aber es kann ja auch eine positive Überraschung sein. Ich bin gespannt. Also ich fand bis jetzt wirklich gut. Ich mag die Thematik sehr gerne. Und ja. So, das war es auch schon mit meinem Neuzugänge-Video. Das ging diesmal nicht so lange, weil ich einfach nicht so viele Manga im Dezember gekauft habe, was mich auch ein bisschen traurig macht, aber gut, das kriege ich auf jeden Fall schon hin. Und ja, das war es auch für das letzte Video in diesem Jahr. Und es ist einfach krass, wie schnell so ein Jahr umgeht, muss ich immer wieder sagen. Auf jeden Fall habe ich mir im nächsten Jahr auch noch vorgenommen, ich muss noch Garei Monster in Ketten kaufen, denn das ist noch eine von meiner vergriffenen Manga-Challenge eine Aufgabe, die ich erfüllen muss. Und das muss ich auf jeden Fall im nächsten Jahr noch erledigen. Ich habe ja noch Zeit bis Juli, meine ich. Und ja, ich hoffe, dass ich es bis dahin schaffe. Und ja, ansonsten freue ich mich auf das nächste Jahr. Für mich war ja 2018 eher ein nicht so tolles Jahr, aber darum kann 2019 nur umso besser werden und ich freue mich sehr drauf. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Rutscht ordentlich rein, aber bitte nicht verletzen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr im nächsten Video von mir wieder. Und bis dahin, ciao!